Amerikanische Serienmörder. Ja, es ist ein Drehbuch, das keiner schreiben muss, sondern es ist schon vorhanden. Dennoch gibt es seit langem keine richtig guten filmischen Verarbeitungen von dem Ganzen. Ob es nun Gacy ist, ob es Dahmer war oder aber auch Ted Bundy, der von dem Typen von Parker Lewis, der Coole von der Schule, gespielt wurde, gab es nicht wirklich gute Adaptionen um die Story. Obwohl sie ja real ist und ganz interessant. Das hat sich jetzt geändert, denn Netflix hat da eine recht gute Serie auf den Markt geschossen, und zwar Dahmer. Und die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Viel Spaß. Jeffrey Dahmer. Einer der großen Serienmörder der USA neben Ted Bundy und John Wayne Gacy hat nun endlich eine würdige Chronologie seines Lebens in filmischer oder serientechnischer Form bekommen. Ja, Netflix hat einen guten Job gemacht. Vorher waren es wirklich nur mittelmäßige Verfilmungen, wobei man da eine Ausnahme machen muss. 2002 wurde Dahmer dann das erste Mal filmisch verarbeitet. Und zwar mit dem damals noch recht unbekannten Jeremy Renner. Der Film, der war aber eher eine Low-Budget-Produktion, direkt an DVD und ja, zwar informativ, aber eigentlich schlecht. Dann kam 2017 My Friend Dahmer in die Kinos und da hat man dann wirklich die Geschichten des Schulfreundes, der auch Comiczeichner war, ein bisschen verarbeitet. Da können wir schon ein bisschen mehr sehen, wie sich zumindest der junge Dahmer verhalten hat. Und ja. Bei den anderen Geschichten, David Berkowitz zum Beispiel, da gibt es ja nicht immer irgendwelche Filme, sondern immer nur irgendwelche Filme, die das kurz erwähnen, was der Jude gemacht hat. Ja, vielleicht ist da auch so eine moralische Grenze bei den Filmstudios, weil es halt um reale Opfer geht, um reale Mörder. Ja, aber ob man das jetzt billig produziert oder teuer, ist ja dann eigentlich egal. Denn man muss ja sehen, es gehört zur amerikanischen Geschichte dazu und vor allem die Horrorfans. Die stürzen sich auf solche Geschichten, ja. Wir haben nichts Fiktives, wir haben eine Based on a True Story Geschichte, die ja keinen Drehbuchautor braucht, ja. Und ja, wer war Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer 1960 geboren in Wisconsin, war schon als Kind ambitioniert, Tiere zu fangen und diese zu Tode zu quälen, mit Öl zu ersticken, irgendwelche Kaulquappen, aber auch sich selber so zu verstümmeln. Das Problem, was sein Vater dann auch erwähnte, ist, dass er wohl mit 4 Jahren eine Leistenoperation gebraucht hat und seitdem einfach nicht mehr derselbe war. Ob es nun die medikamentöse Behandlung war oder aber auch, keine Ahnung, die Isolation während des Bruches zu Hause, kann man nicht sagen. Die Mutter war auch psychisch krank, hat während der Schwangerschaft sehr viel pharmazeutische Erzeugnisse zu sich genommen. Ob das der Grund war? Jeffrey Dahmer hat dann irgendwann mal gesagt, er wurde so geboren. Ja, und seit er denken kann, hat er diese Gedanken, die sich immer mehr in ihm manifestiert haben. 1978 begann er dann seinen ersten Mord. Da war er gerade mal 18 Jahre alt. Mehr oder weniger durch Zufall. Zwischen dem Mord 1978 und den zweiten Morden und der Mordserie hat sich dann damals 9 Jahre zurückgehalten. Beruflich konnte er nie wirklich Fuß fassen. Erst war er in der Armee. Auf dem College hat er es nicht gebracht. Dann war er in einem Feinkostladen. Und am Ende, bis zu seiner Verhaftung, war er dann in einer Schokoladenfabrik als Vorarbeiter tätig. Was ganz makaber ist, eigentlich, finde ich. Ja. Schokolade rühren und dann am Abend Männer ausweiden. Ja, und da sind auch Stories dabei, wie zum Beispiel, dass er Männern in den Kopf gebohrt hat und diese Löcher dann mit Säure aufgefüllt hat oder auffüllen wollte, um sie sexuell gefügig zu machen und nulldenkenden Sexsklaven draus zu machen. Solche Geschichten sind da passiert. Und jetzt hat man wirklich eine Serie gebracht mit einem herausragenden Evan Smith, heißt der Schauspieler, glaube ich, wo man wirklich das ganze Leben von damals so in verschiedenen Zeitepochen während der Serie zeigt. Ja, und die erste Folge beginnt damit, wo es bei Dahmer aufgehört hat. Und zwar mit dem letzten vermeintlichen Opfer und der Festnahme, weil er einfach Fehler gemacht hat. Aber vielleicht wollte er sich auch irgendwann einfach mal davon lösen, von dem Ganzen, und wollte gefasst werden. Ja, das ist einfach so eine Sache, wo man
Lauf der Serie jetzt nicht wirklich raushört. Das hat er auch nie so kommuniziert, der reale Dahmer, sondern er hat eher kommuniziert, er wäre dafür gewesen, die Todesstrafe zu bekommen. Die war aber damals im Bundesstaat, als er gelebt hat, nicht mehr aktiv. Deswegen hat er, glaube ich, 900 Jahre bekommen. 15 oder 20 mal lebenslänglich. Wurde dann 1994 von einem Mithäftling erschlagen. Das heißt, er hat dann doch die Todesstrafe in irgendeiner Form bekommen. Und die Serie durchleuchtet einfach diese ganze Epoche seines Lebens und zeigt auch, und das ist ein bisschen schwierig vielleicht für manche, den menschlichen Dahmer, der versucht, sein Leben auf die Kette zu kriegen, der vielleicht einfach nur einen Film guckt oder ein Buch liest. Ja. Das hat man sehr gut verarbeitet, aber dann eben auch die Zeit, in der er halt wirklich mordet und mordlustig durch die Welt streift, hat seine Opfer meistens dann in irgendwelchen schwulen Bars aufgegabelt, hat die mit nach Hause genommen, seine kleine Wohnung, die in einem sehr abgelegenen und dreckigen Viertel lag, weil sie günstig war. Und dann wurden die Opfer dort ermordet, zerlegt. Teilweise wurden dann Leichenstücke im Kühlschrank aufbewahrt, Köpfe. Man hat auch bei der Festnahme den Kopf eines Toten gefunden im Kühlschrank. Wird auch in der Serie jetzt echt deutlich gezeigt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach euch mal drauf einlasst und sagt, ja, es ist zwar eine reale Geschichte, die wirklich passiert ist, da habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf, aber da gucke ich doch mal rein, weil das ein Drehbuch ist, das nicht geschrieben werden muss, sondern das eigentlich schon da ist. Ja, und dass man halt wirklich diesen Weg dann gegangen ist, um zu sagen, man greift nochmal eine Mordserie auf, die in den 80ern und 90ern passiert ist und baut da wirklich eine Serie draus, weil es einfach ein bekanntes Gesicht ist. Ja. Na, in der Popkultur ist ja Jeffrey Dahmer kein Unbekannter. Ja. Also, schaut euch die Serie mal an, schreibt in die Kommentare, wie sie euch gefallen hat. Und ich hoffe, dass einfach jetzt der Groschen gefallen ist und dass man auch von den anderen Akteuren oder den anderen Serienmördern da so eine Serie produziert, weil jede Story auf seine Weise halt wirklich massiv interessant ist. John Wayne Gacy als lustiger Clown Bogo oder wie der hieß, der in der Nachbarschaft freudige Kinderaugen gemacht hat, der im Fernsehen als Koch tätig war und hat da als Kochassistent, glaube ich, irgendwelche Geschichten gemacht und hat nebenbei Jungs ins Haus gelockt und hat die ermordet und in seinem Kriechkeller verscharrt. Also, wie gesagt, helft mal auf die Sprünge, aber das muss doch eigentlich filmisch verarbeitet werden und das gut. Und für die andere Adresse, ich bin jetzt nicht jemand, der das gut heißen will, was die da gemacht haben. Ich finde es abstoßend und schrecklich, aber genauso finde ich es halt auch interessant. Und das überwiegt das Ganze, ja. Und ich glaube, jedem Horrorfan geht es genauso. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei der Serie. Guckt da mal rein. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.